Ja, herzlich willkommen zum FRM-Spezial. Ich freue mich, dass Professor Werner Patzelt wieder die Zeit gefunden hat, in diesem herrlichen, idyllischen Örtchen hier, dass wir miteinander reden können. Es gibt auch einiges zu besprechen und ich möchte gleich mal mit den lokalen Politikern hier in Sachsen anfangen. Wir leben ja, so wird gesagt, in einer ganz schlimmen Krise, der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und viele müssen den Gürtel enger schnallen, bangen um ihre Arbeitsplätze, haben Probleme. Und die Politik in Sachsen sendet ein Zeichen aus: Ach Mensch, uns sind die Probleme gar nicht so wichtig, wir erhöhen erstmal unsere Diäten. Es soll ein neues Diätenmodell eingeführt werden, was den Abgeordneten pro Nase monatlich rund 300 Euro mehr einbringt. Welches Signal senden denn die sächsischen Politiker hier in die Welt? Das ist ohne Zweifel kein gutes Signal, sondern ein schlechtes und irritierendes Signal. Man muss zwei Dinge freilich auseinanderhalten. Das eine ist, dass nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus den späten 70er Jahren Abgeordnete selbst über ihre Gehälter abstimmen müssen. Das ist nicht vorwerfbar, das ist Pflicht. Und wenn sie das nicht tun, wird es ihnen ohnehin erfahrungsgemäß nicht honoriert. Der Bundestag hat 8 Jahre lang einmal auf Diätenerhöhungen verzichtet. Als man dann nachholte, war das Geschrei über diese Ungerechtigkeit groß. Das andere ist, dass es schon sehr fragwürdig sich darstellt, dass man genau jetzt die Abgeordnetenbesoldung an einer höheren Richterbesoldung ausrichtet, um auf diese Weise einen großen Teil der Diätenerhöhung zu rechtfertigen. Natürlich ist es sinnvoll, das ganze Abgeordnetengeld an andere wichtige öffentliche Gehälter anzukoppeln. Aber dass eine Erhöhung genau jetzt notwendig wäre, das kann einem niemand klar machen. Man merkt also, wie fatal es ist, wenn ehemalige Oppositionsparteien mitregieren und sich folglich gemeinsam mit den anderen an den Geldtöpfen des Staates gut tun können. Sie haben ja veröffentlichen regelmäßig einen Politblog. Und am 14. September haben Sie etwas geschrieben, was mir sehr gut gefallen hat. Denn Sie haben die Frage gestellt, was für Politiker wir eigentlich brauchen. Ich darf mal kurz ein paar Zeilen auslesen. Sie sollten lernfähig sein, zudem lernwillig, also nicht darauf beharren, dass gestern erfolgreiche Konzepte auch heute noch funktionieren müssen. Sie sollten verlässliche Grundsätze haben, damit man ihr Verhalten angesichts neuer Herausforderungen einschätzen kann. Sie sollten nicht vernagelt sein, damit beim Zusammenstoß von Wirklichkeit und Ideologie den Regierenden keine allzu hohen Kosten für erzwungenes Politlernen entsteht. Und sie sollten gesprächsbereit und zum Zuhören fähig sein, damit sie untereinander Mehrheiten bilden und Bürgerwünsche aufnehmen können. Und sie sollten leistungsfähig sein, fleißig und gesund. Und sie sollten sich von üblen Verhaltensweisen fernhalten, etwa Bestechlichkeit, Drogenabhängigkeit, Unehrlichkeit und Lust am Diffamieren. Gibt es solche Politiker noch, Herr Professor Patzelt? Wer den Text meines Blogs weiterliest, wird als nächsten Satz oder als übernächsten Satz lesen, dass ein großer Teil unserer Politiker diese Eigenschaften hat, dass aber dennoch in der Politik viel Unkluges entsteht. Und anschließend analysiere ich, wie es kommt, dass auch vernünftige, kluge, redliche Menschen gemeinsam agierend unter den Bedingungen des heutigen medialen und politischen Systems zu suboptimalen Verhaltensweisen und Erscheinungen und Entscheidungen kommen. Ich nenne das Ganze Politikerpathologie, und da muss man sich dann auf die einzelnen Wirkungszusammenhänge sorgfältig einlassen, um zu verstehen, dass der Einzelne zwar redlich sein kann, dass insgesamt aber Fragwürdiges zu entstehen vermag. Gehen wir mal zum Thema fragwürdig. Nehmen wir mal das Thema Söder, der bayerische Landeschef, der ja mittlerweile einer der ganz schlimmen Vorbrecher ist beim Thema Corona, der sein Land am liebsten mit ganz harter Hand und ganz harten Zügeln regieren möchte, trotzdem aber die meisten Zahlen hat, also Infektionszahlen. Wie schätzen Sie denn den Herrn Söder ein? Ist das ein Realpolitiker noch oder ist der in einer anderen Welt mittlerweile? Wenn im deutschen Sprachgebrauch es sich nicht durchgesetzt hätte, dass Populisten immer nur rechts sein können und dass Populisten immer nur einfache, aufbegehrende Bürger sind, könnte man von Söder sprechen als einem der begabtesten Populisten von oben, den dieses Land besitzt. Das ist freilich auch ein Stück weit CSU-Tradition. Diese Partei ist dazu nachgerade verdammt, in Bayern absolute Mehrheiten oder in der Nähe von absoluten Mehrheiten sich aufzuhalten. Infolgedessen achtet bayerische Politik immer schon darauf, was den Leuten einleuchtet. Aber die Kehrtwenden von Söder, von einem stramm Rechten hin zu einem Bäumeumarmer und Bienenliebhaber, die sind schon etwas atemberaubend.
Und seine wohlgefällige Selbstinszenierung, und er ist da ein gelernter und erfahrener Journalist und nicht nur ein Politiker, diese haben schon etwas Atemberaubendes und lassen manche Zweifel an der Seriosität an der Spitze des bayerischen Staates derzeit aufkeimen. Da sind wir ja schon beim Thema Corona, was alles überschattet derzeit. Wir reden mal kurz über das Robert-Koch-Institut. Wir leben ja in einer Welt, wo nur noch Zahlen regieren. Wir können sie oft selbst nicht einordnen. Sie werden uns wenig erklärt. Es gibt immer diese große Meldung, so und so viele Neuinfizierte. Glauben Sie denn, dass auch für politisch interessierte Menschen man noch aufgeklärt wird über das, was hier gerade passiert? Geschieht noch eine wirkliche, reelle Aufklärung des Bürgers? Einesteils erlebt hier die breite Öffentlichkeit das, was man wissenschaftliche Diskussion nennt. Die einen Wissenschaftler sehen die Dinge so, die anderen sehen sie anders und sie führen jeweils methodische oder theoretische oder sonstige Gründe ins Feld. Normalerweise interessiert das die breite Öffentlichkeit nicht, weil es Debatten sind, die in das Alltagsleben der Bürger nicht eingreifen. Hier aber, genauso wie im Übrigen beim Klimawandel und den entsprechenden Debatten, greift das in das Leben der Bürgerschaft ein und dann bleibt man ratlos. Hilfreich wäre zweitens in dieser Lage, wenn die Massenmedien, insbesondere das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ausgiebige Debatten mit Experten und das Experten-Chinesisch auf Hochdeutsch übersetzenden Wissenschaftsjournalisten veranstaltete. Solche Debatten nämlich, wo die unterschiedlichen Gesichtspunkte mitsamt den sie untermauernden oder wechselseitig in Frage stellenden Argumenten vorgetragen würden. Aber das ist im Moment nicht so der Fall, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Man hat sich darauf festgelegt, welche Sichtweisen wahrscheinlich richtiger sind als die anderen und diese insbesondere seitens der Regierung für richtiger und zutreffender gehaltenen Sichtweisen, sie werden dann so präsentiert, als gäbe es wissenschaftliche Debatten nicht. Bei manchen Bürgern ist das tröstlich, die Wissenschaft hat festgestellt, dass manch andere Bürger meinen, sie würden auf diese Weise nicht hinlänglich informiert und jeder muss dann für sich selbst seinen Gefühlen nachgehen und sich entscheiden, was er denn hier empfindet. Aber ein Dialog der Wissenschaft passiert ja gerade nicht, denn gerade viele Wissenschaftler haben sich ja zusammengeschlossen, indem sie eine andere Meinung zum Thema Covid-19 haben und dies auch veröffentlichen über die Kanäle, die sie haben, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder in den großen TV-Stationen, außer vielleicht Servus TV zurzeit, läuft da nichts ab und man fühlt sich doch irgendwo erinnert an Zeiten vor 1989, als man wirklich diesen Einheitsbrei hörte tagtäglich. Mir fällt hier eine berühmte Antwort von Walter Ulbricht auf die Frage ein, warum Wahlen in der DDR mit einer Einheitsliste durchgeführt wurden. Seine Antwort war: Wir haben eine Einheitsliste, weil wir uns alle einig sind. Ganz offenkundig sind sich die meisten Journalisten einig darüber, was den Tatsachen entspricht. Und wer sich dieser Einigkeit nicht anschließt, der ist offenkundig ein schlechter Journalist. Und wer etwas werden will, der sollte sich nicht als schlechter Journalist darstellen, sondern er sollte sich der wahren und eben deswegen von der Mehrheit geteilten Meinung anschließen und sie auch verbreiten, damit ja die Bürgerschaft nicht durch abweichende Meinungen beunruhigt wird. Mir scheint dasjenige zu sein, was sich derzeit, wie freilich auch bei der Migrationsthematik und bei der Klimapolitik vollzieht. Journalisten, die, es ist immer wieder neu zu sagen, zu ungefähr 2/3 bis 3/4 den Sozialdemokraten und den Grünen und der Linken zuneigen. Sie haben eine sehr homogene Meinung in Bezug auf viele aktuelle politische Fragen und gar nicht wenige scheinen ihre erste Bürger- und Professionspflicht darin zu sehen, den Kurs der Regierung zu unterstützen, sei es bei der Klimapolitik, sei es bei der Migrationspolitik, sei es bei der Corona-Politik. Ja. Und dass Journalisten den Kurs der Regierung zu unterstützen, aber nicht hintergründig zu bedenken und womöglich zu kritisieren haben, das ist freilich etwas, was in der DDR nicht vollständig unbekannt war, um es sehr milde zu formulieren. Dann haben wir auch noch Leute, die auch in der Spitze der Politik, wie Saskia Esken von der SPD, die Leute dann glattweg alle als Covidioten betitelt. Ist das eine Diskussionskultur in diesem Land überhaupt noch, auch von Seiten der sogenannten Volksparteien? Das ist eine Unkultur. Ja. Sie fing mit den arroganten Reaktionen auf die Pegida-Proteste an. Die dortigen Demonstrationsteilnehmer waren die Pegidioten. Und nachdem diese Worthülse einmal da war, sind aus den Pegidioten jetzt die Covidioten geworden. Den Unterschied macht, dass man bei den Corona-Demonstrationen nicht umstandslos behaupten kann, das wären alles Faschisten, Narzissten und Rassisten, weil es nun einmal bis hin zu Trägern der Regenbogenfahne ein ziemlich buntes und ab und zu auch esoterisch merkwürdiges Häuflein ist.
Also noch einmal, das ist keine Diskussionskultur. Man sollte einander zuhören und einander mit Argumenten begegnen. Freilich muss dann auch ein jeder sich selbst in die Lage bringen, zu argumentieren. Wer dann einfach mit Überzeugungen argumentiert, ich glaube einfach nicht, dass es diesen Virus und seine Gefahren gibt. Ich glaube einfach nicht, dass das Ganze nicht von irgendjemandem gesteuert ist. Wer sich also auf Glaubensfragen oder auf Glaubensbekundungen zurückzieht, mit dem kann man freilich nicht debattieren. Und da sollte jeder sich an seiner eigenen Nase fassen. Thema neue Weltordnung. Also selbst die Kanzlerin hat es ja mal gesagt und auch Wolfgang Schäuble hat es ganz offen ausgesprochen, dass man in der Krise Dinge durchsetzen kann, die bei normalen Verhältnissen unmöglich sind. Sind wir auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung? Naja, wir sind auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung. Das hat aber nichts mit innerdeutschen Krisen zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass China auf dem Weg zur Weltmacht ist und auch sein will. Das hat damit zu tun, dass die USA als Führungsmacht ausgefallen sind und jetzt alle Warnungen sich bewahrheiten, die wir gesagt haben. Ohne die USA als Führungsmacht gibt es nicht weniger, sondern mehr Unfrieden und Unordnung in der Welt. Das hat mit der erratischen russischen Außenpolitik zu tun. Aber es ist schon wahr, dass eine Regierung, die an der innenpolitischen Front Ruhe hat, Dinge durchziehen kann, die bei einer offenen und intensiven Debatte nicht möglich wären. Im Grunde scheint die Bundesregierung das Regierungsmodell der Europäischen Union sich anzuverwandeln, das der ehemalige Kommissionspräsident einmal so beschrieben hat. Wir lassen einen Versuchsballon in der Luft, gibt es dann keinen öffentlichen Widerstand, dann wird die Sache durchgestellt und durchgezogen. Und das freilich hat mit den Grundsätzen demokratischer Politikgestaltung relativ wenig zu tun. Und ist es aber auch möglich, dass das Thema Pandemie und neue Weltordnung zusammengehören? Oder ist das auch so eine Verschwörungstheorie, dass man sagt, man nutzt jetzt diesen Zustand, der ja, ich sag's nochmal wie am Anfang, ja durch Zahlen hervorgerufen wird, weniger durch Leichen, um etwas zu erreichen, was man sonst nicht erreicht hätte? Die Frage lautet, was denn erreicht werden soll? Wenn erreicht werden soll, dass Staaten ihre Politik aufeinander abstimmen, dass Staaten gemeinsam die Entwicklung von Medizin und ihre Verteilung dann fördern, ja, dann ist das ein Zusammenhang. Alles andere, dass also diese Pandemie herbeigeredet würde, um die Welt umzugestalten nach den Gesichtspunkten von gleich wem, von Bill Gates bis zu den Bilderbergern, das halte ich für ausgemachten Unsinn. Freilich, es hat schon einen realen Berührungspunkt, die neue Weltordnung und diese Pandemie. Es zeigt sich einfach, dass in einer umfassend durch Reisetätigkeit und den Transport von Gütern vernetzten Welt natürlich auch Viren sich ausbreiten und darunter mit rasender Geschwindigkeit auch solche, mit denen wir noch nicht entsprechend umzugehen vermögen. Die Dichte der Globalisierung, des globalen Warenaustausches, des globalen Reiseverkehrs erweist sich nun als Problem. Und an dieser Stelle hängt Weltordnung und Pandemie sehr wohl zusammen. Glauben Sie persönlich, dass wir die Welt, wie wir sie vor 6, 7 Monaten kannten, wir noch einmal so erleben werden oder wird sich auch grundlegend einiges ändern? Das hängt davon ab, ob wir einen Wirkstoff finden, welcher die gesundheitlichen Risiken des Covid-19-Virus so reduziert, dass man wieder ohne Vorsichtsmaßnahmen Massenveranstaltungen machen und dass man wieder unbekümmert auf Reisen gehen kann. Sollte es so kommen, dass die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen leichter möglich werden als in der Vergangenheit, dann werden wir zur Normalität zurückkehren. Wobei ich meine, dass wir beherzigen sollten, was wir aus dieser Krise gelernt haben. Mobilität um ihrer selbst willen ist nichts sehr Sinnvolles, weder ökologisch noch im Umgang mit unserer Lebenszeit. Vieles lässt sich ersetzen durch Videokonferenzen. Und vielleicht muss man die internationale Arbeitsteilung auch nicht so weit treiben, dass man endlose Lieferketten hat, die für irgendwelche Hemden in Europa partout Knöpfe aus Indien benötigen. Letzte Frage. 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt. Welche Auswirkungen wird die politische Machart, die wir jetzt hier haben, das Agieren der Bundesregierung in dieser Krise, welche Auswirkungen wird sie auf diese Wahl haben? Das wird von mindestens 2 Faktoren abhängen. Faktor Nummer 1, wie glimpflich oder wenig glimpflich geht die Corona-Krise aus? Können wir durch einen Impfstoff zur Normalität zurückkehren und können wir die gigantischen wirtschaftlichen Schäden, die die Politik der Stilllegung des öffentlichen wirtschaftlichen Lebens nach sich gezogen hat, können wir das Ganze finanzieren, sei es national, sei es in der Europäischen Union, wo wir auch gigantische Finanzlasten uns aufgelegt haben. Und der zweite Faktor, jetzt ganz klar innenpolitisch, ist, wie sich die AfD aufstellt. Sollte die AfD ihren internen Flügelstreit dahingehend beändern, dahingehend entscheiden, dass sich sozusagen die Realisten jene durchsetzen, die die AfD zu einer Partei voll und ganz im Verfassungsbogen machen wollen,
dann wird es einen anderen Wahlkampf geben als mit einer AfD, die sich klar rechtsradikal positioniert und versucht, eine von rechts her das System überwindende Partei zu sein. Eine solche lässt sich leicht ausgrenzen. Die erstere Variante der AfD kann der CDU ganz gewaltig zusetzen, insbesondere dann, wenn das Handling der Corona-Krise, welches der Union ja Zuwächse in der öffentlichen Gunst beschert hat, wenn sich dieses Handling der Corona-Krise als weniger wirkungsvoll und weniger schädlich erweisen sollte, als es derzeit die weithin geteilte Hoffnung ist. Das war ein aktuelles FRM-Spezial mit dem Politikwissenschaftler in Ruhestand, Professor Werner Patzelt. Vielen Dank für die wahren Worte und vielleicht bis demnächst. Gerne.